waren Menschen, die gekämpft haben. Menschen von jeglichem Stand, von den Handwerkern bis zu den Adelsleuten, alle haben gekämpft. Und das haben wir eigentlich versucht, auf einen Nenner abzubrechen, auf einen Menschen als solches. Und das ist das, was wir in diesem Süßen versuchen wiederzugeben, der Ritter, der für alles steht, dass, egal in welche Richtung dass er ist, ob er jetzt ein Schweizer Eidgenosse ist oder ein Burgunder, egal wo er gekämpft hat, ob es der einfache Bauer aus dem Städtli war oder so. Das ist das, was wir versucht überzubringen. Und ein bisschen auch halt zu zeigen, wir haben ein Braveheart in der Schweiz gehabt. Man muss nicht immer auf Hollywood oder über die Landesgrenzen raus, wir haben ein Braveheart hier. In der ersten Besprechung sind schon ein paar Stichwörter gefallen und die Ladies, Morena und Angela, haben immer wieder das Stichwort Braveheart gesagt. Braveheart ist so ein Ding, das zwar zeitlich und von der Gegend her nicht stimmt, aber so, es war immer präsent, also das Heroische. Und im zweiten Schritt habe ich dann unglaublich viel Bildmaterial gesammelt von Kinoplakaten. Und dort geschaut, wie sind die Lichtsituationen, wie sind die Plakate aufbauen, was bringt das Heroische über. Und dann haben wir gesagt, okay, dann gehen wir einfach nachher. Wir fokussieren uns einfach auf den Gesichtsausdruck. Also der Held, der heimkommt. Das Wichtigste ist sicher auch die Lichtstimmung, dass man die Lichtstimmung ein bisschen dramatisch machen kann. Darum haben wir uns einerseits überlegt, ja, wie es auf einem Plakat aussieht mit den Augen. Aber die Gesamtlichtstimmung ist natürlich auch wichtig. Wir haben auch so ein bisschen die Rüstung von, Seite, von beiden Seiten. Und dann das Gesicht natürlich auch ein bisschen dramatisch, dass es ein bisschen Schatten, Hell drin hat. Also das ist sicher das Wichtigste.